Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Ja. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Mm. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Au Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Genau. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Tja, mein lieber Rufus, vielleicht wollte er das ja gar nicht. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Ja. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Oh, okay. Bis später. Genau. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Boah, ist der nett. Ganz ehrlich, ne? In den Keller? Nee, da müssen wir jetzt nicht hin. Ich brauch seine Wartenummer. Hey, Wenzel, was gibt es? Nee, das muss. Bis später. Genau. Genau. Hoch ins Badezimmer. Da lässt er uns rein, ohne irgendwie... Naja. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Was ist das? Nein. Was ist das? Oh. Was ist das? Na gut, dann mal hinzu, da ist nix. So, haben wir hier noch was? Nee, mal gerade nicht. Schwamm natürlich, den können wir uns nehmen. So, irgendwas hier unten. Nee, hier haben wir auch nichts. Und hier haben wir auch nichts. Gehen wir mal zurück ins Wohnzimmer dann und in den Keller. So, was haben wir denn hier? Immer nix. Ein Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Okay, dein brillanter Sinn für
Ich weiß es nicht, trübt dich jetzt nicht. Allerdings wüsste ich nicht, was wir bis jetzt machen sollen. Okay. So, haben wir ja eigentlich hier nichts zu suchen, beziehungsweise zu erledigen. Das heißt, wir können direkt in den Dorfkern zurück. Wenzel, ist es anscheinend Wayne Rooney, was passiert mit der Elysianerin. Ihm ist wichtig, dass er sein Dingens da hat. Sein, also beziehungsweise unser Erbstückchen. So, was haben wir? So, wir haben hier jetzt... Ach so, wir sind jetzt quasi wieder hier. Da müssen wir jetzt aber nicht hin, denke ich mal. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da nicht hin müssen. Oh, mir ist gerade die Maus runtergefallen. Ist natürlich ganz suboptimal. So. Dann gehen wir jetzt mal da rein. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ja, das würde ich auch so sehen. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel, der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Ja, das werden wir. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Yeah. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Oh. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Oh, hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Okay. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Schade. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Das wäre nicht so gemein. Finger weg. Von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Hakenkram. Kram
Kram. Mühle. Mühle. Kurbel. Okay, die können wir benutzen. Später. Da bin ich mir ziemlich sicher. Fenster. Okay. Stange. Sonst noch irgendwas? Nö, Tonis Laden ist dann auch nicht der Rede wert. So, dann hätten wir jetzt das jetzt auch noch erledigt. Und dann gehen wir mal in die Gasse hier. Na los, Rufus, komm zum Dorfzentrum. Ja, schneller Rufus und in die Gasse mit dir. Bitte, Donkey. So, müssen wir mal schauen, was wir... Ach, Notrufsäule können wir ja. Das wäre natürlich was. Ah, okay, okay. Sprengplan. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Das wirst du schon noch gebacken kriegen. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum! Ja, da können wir euch gleich helfen. Zack. So, machen wir das. Das machen wir so und... Was wollen wir denn eigentlich am besten sprengen? Beziehungsweise, wie sprengen wir was? So, das muss man hier sprengen. Und am besten alle Rohre quasi. Ha. Aber ich weiß nicht, was man noch sprengen soll. Beziehungsweise, wie wir überhaupt sprengen sollen. Da müssen wir so... Denk mal, der muss auf jeden Fall weg. Der vielleicht auch noch. Andererseits die beiden. Oh, nee, den nicht. Vielleicht der noch. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung, überspringen wir es mal. Beziehungsweise, ah ne, wir müssen erstmal mit dem Hanek reden, bevor wir irgendwas machen können. Hallo, Hanek! Ach, hier, Rufus. Genau. Wie funktioniert das? Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ja, wusste ich's doch. Okay, was treibt... Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ah. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich... Toni. Mal Toni? Nein. Vergiss es. Schon geschehen. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Hast du von der Frau aus Elysium gehört?
Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, l'amour. Bis bald. Das mit den Schlüssel, das wissen wir noch. Das wissen wir noch, wie wir das klären. So, machen wir das gleich nochmal. Hier, zack. Wir sprengen bitte einmal. Hier einmal. Hier und einmal. Hier. Verlassen und